Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den dümmsten Duellen in Yu-Gi-Oh! Und Leute, erstmal ein riesiges Dankeschön an euch für die positive Reaktion auf das Structure Deck Shadow Showdown Video. Denn es ist bisher noch keins meiner Videos so gut angekommen. Es sind viele neue Abonnenten dazu gekommen, also hi. Jedenfalls kommen wir zurück zum Tagesgeschäft. Heute befassen wir uns mit dem Duell zwischen Yugi und Joey aus Battle City. Also ihr wisst schon, dem Duell, wo beide gefesselt sind an einen Anker und der Verlierer fällt in die Tiefe. Ja, genau das. Ich versuche das Ganze mal so kurz und knapp wie möglich zusammenzufassen. Es hat alles damit angefangen, dass Marek die Gedankenkontrolle von Thea und Joey übernommen hat mit seinem Millenniumstab und quasi in Form von Joey Yugi zu einem Duell herausfordert, weil er natürlich an Slifer den Himmelsdrachen kommen möchte. Es wäre viel zu einfach, ihn einfach so nach einem Duell zu fragen, deswegen, um das Ganze spannend zu machen, werden Yugi und Joey, der unter Mareks Kontrolle steht, beide per Fußfesseln an einem Anker befestigt und nur der Gewinner des Duells darf seinen Schlüssel benutzen, um die Fußfesseln wieder aufzuschließen und dann halt zu entkommen. Und der Verlierer wird in die Tiefe hinabgezogen. Jetzt könnte man meinen, Yugi spielt einfach auf Zeit, bis das Problem irgendwie gelöst ist. Ich meine, gibt's da überhaupt Polizei oder sowas? Jedenfalls funktioniert das auch nicht, denn Marek hat einen Timer eingestellt, denn sollten die beiden das Duell nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit beenden, werden beide in die Tiefe hinabgezogen. Und außerdem sitzt Thea ein paar Meter weiter an einem Hafensteg, auf einem Stuhl gefesselt und über ihr schwebt ein undefinierbarer Gegenstand, der auf sie hinabstürzt, falls Yugi irgendwie auf irgendwelche dummen Gedanken kommen sollte. Also ist die Lage ziemlich aussichtslos und Yugi ist dazu gezwungen, gegen Joey, seinen besten Freund, anzutreten, der von einem Bösewicht kontrolliert wird. Also ganz regulärer Anime-Kram. Aber genug gequatscht, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für ein Duell. Also dann, ich habe hier das Duell schon mal nachgespielt und Yugi fängt an. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal seine Starthand an. Er startet mit den Karten Austausch, Fluchzerstörer, Kartenzerstörung, Mystische Box, Kuribo und Gazelle, dem König der mythischen Bestien. Auf der anderen Seite startet Joey mit Raketenkrieger, anmutiger Würfel, Hinotama, Alligatorschwert und magischer Armschild. Okay, soweit so gut. Yugi spielt dann seinen Gazelle im Verteidigungsmodus und beendet seinen Zug. Ich bin ja der Meinung, diese Hand ist sowas von scheiße, dass er Kartenzerstörung aktivieren könnte, um einfach mal fünf neue Karten zu ziehen, aber es ist ihm überlassen. Wir schauen mal, was Joey macht. Er zieht nämlich Raigeki und bitte schaut euch an, wie das Ganze im Anime abgelaufen ist. Tja, Yugi, verabschiede dich schon mal von deinem Gazelle, denn ich spiele Raigeki und der wird sie vernichten. Und jetzt rufe ich mein Alligatorschwert! Alter! Erstens, warum spielst du Raigeki auf ein normales Monster mit 1200 Verteidigungspunkten? Betonung auf einem Monster. Warum? Raigeki kann potenziell fünf Monster zerstören. Warum sparst du dir den nicht für später auf? Vor allem, wenn du auch Alligatorschwert spielst, hättest du auch direkt einfach mit Alligatorschwert-Gazelle angreifen können. Der hätte genug Angriffspunkte gehabt. Dann hättest du die Raigeki einfach für später aufsparen können. Aber nein! Und warum wird Raigeki so nebenbei aktiviert? Aber der große Alligatorschwert, das ist die große Bedrohung, oder was? Ich meine, das ist ein normales Monster mit 1500 Angriffspunkten. Also, wir sind uns doch alle einig, dass Raigeki krasser ist als Alligatorschwert. Warum wird das dann andersrum dargestellt? Aber egal. Machen wir mal weiter. Joey greift mit Alligatorschwert direkt an. Yugi hat nur noch 2500 Lebenspunkte und dann beendet Joey seinen Zug. Yugi ist dran und spielt sein Riesenschild Gärtner im Verteidigungsmodus und beendet seinen Zug. Joey ist dann wieder dran, zieht die Karte Hinotama und aktiviert sie dann und fügt damit Yugi 500 Punkte Schaden zu. Und erstens, du hast schon eine Hinotama-Karte auf der Hand. Warum spielst du die nicht auch noch? Und zweitens, aus irgendeinem Grund finden Marek und Odion das ultra krass, dass er eine Zauberkarte spielt, die Yugi 500 Punkte Schaden zufügt. Sein harmloses Deck mit einer unschlagbaren Mischung aus extrem seltenen Zauberkarten zu ersetzen, war eine ausgezeichnete Idee, Meister Marin. Das war die genialste Idee, die ich bisher hatte. Ja, ich meine, was sind schon so harmlose Karten wie Topf der Gier oder Wiedergeburt oder so? Scheiß mal auf die. Packen wir starke Zauberkarten rein, wie Hinotama, die 500 Punkte Schaden macht und sonst nichts. Ich meine, wenn die Karten so stark sind, warum spielst du die dann nicht in deinem eigenen Deck, Marek? Oder willst du uns hier alle nur verarschen? Aber das richtig Witzige kommt ja jetzt erst, denn Joey hätte in diesem Zug schon das Duell gewinnen können. Glaubt ihr mir nicht? Ganz einfach, er hätte einfach nur Raketenkrieger spielen müssen, denn wenn Raketenkrieger ein Monster angreift, dann werden danach ja die Angriffspunkte des Monsters um 500 reduziert bis zur Endphase.
dann hätte er einfach einen Raketenkrieger, Großschildwache bzw. Riesenschildgärtner angreifen können. Der wäre in den Angriffsmodus gewechselt durch seinen eigenen Effekt und hätte dann durch den Raketenkrieger-Effekt nur noch 0 Angriffspunkte gehabt. Dann hätte Joey noch mit Alligatorschwert angreifen können, hätte damit 1500 Punkte Schaden gemacht und hätte dann Hinotama von der Hand aktivieren können und damit hätte Yugi genau 0 Lebenspunkte. Aber nein, das wollte man so nicht machen. Dieses Duell sollte nicht nach einer Folge enden. Nein, man muss es über 4 Folgen lang durchziehen. Warum? Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis ich dieses Duell mal fertig geguckt habe, bevor ich dieses Video hier gedreht habe? Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber gut, Joey beendet also seinen Zug. Er möchte das Duell nicht gewinnen. Yugi ist am Zug und zieht die Karte Bannkreis. Diese spielt er dann verdeckt und spielt Kuribo im Angriffsmodus. Wenn man ein Monster mit 300 Angriffspunkten im Angriffsmodus spielt, dann... Also, dann wird der ja wahrscheinlich eine Falle gespielt haben, ne? Das denkt sich Joey aber nicht. Er greift einfach mal mit Alligatorschwert Kuribo an und rennt damit sofort in Yugis Bannkreis, der dafür sorgt, dass Alligatorschwert 700 Angriffspunkte verliert und ab jetzt nicht mehr angreifen kann. Dann aktiviert Joey aber noch eine Hinotama-Zauberkarte und Yugi verliert 500 Lebenspunkte. Und ich frage mich auch hier wieder, warum aktivierst du nicht die, die du schon von Anfang an auf der Hand hast? Warum? Ich meine, es macht keinen Unterschied, ob du ihn jetzt oder später oder in 20 Zügen 500 Lebenspunkte abziehst. 500 Lebenspunkte sind 500 Lebenspunkte. Wenn du sie in 20 Zügen aktivierst, wirst du ihn damit nicht 2000 Lebenspunkte abziehen. Also wozu wartest du darauf? Naja, Yugi ist dann am Zug und zieht den schwarzen Rotaugendrachen. An dieser Stelle übernimmt dann Yugi, also der Milchbubi Yugi, das Duell. Vorher hatte sich der Pharao Yugi duelliert. Und er aktiviert dann die Zauberkarte Austausch. Und mit dieser Karte dürfen sich beide Spieler quasi die Hand des Gegners anschauen und dann eine Karte von der gegnerischen Hand auf die eigene Hand nehmen. Und ich meine, also Freundschaft, ja, und es ist ein Anime, okay, Gefühle, ja, und so weiter und so fort, aber das wird so extrem übertrieben ins Lächerliche gezogen, dass Joey halt irgendwie seinen schwarzen Rotaugendrachen, den er ja Yugi geschenkt hat, nicht zurücknehmen will, weil sein Geist irgendwie doch noch da ist und nicht ganz von Mare kontrolliert wird und dann will er ihn nehmen und soll ihn nehmen, aber will er dann doch nicht nehmen, weil Yugi den jetzt hat und Joey ihm den geschenkt hat und so weiter. Es ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Jedenfalls entscheidet sich Yugi dann, magischer Armschild von Joey zu nehmen und Joey entscheidet sich nicht, den schwarzen Rotaugendrachen zu nehmen, sondern nimmt Kartenzerstörung. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Dann opfert Yugi Riesenschildgärtner und Kuribo für den schwarzen Rotaugendrachen und greift damit dann Joeys Alligatorschwert an. Soweit so gut, Joey verliert Lebenspunkte und dann beendet Yugi seinen Zug, obwohl er eine Fallenkarte auf der Hand hat, die er hätte verdeckt spielen können, aber gut. Joey ist dran und zieht die Karte Verschleiß. Die Karte gibt es übrigens nicht in echt. Jedenfalls spielt er dann Hinotama und fügt Yugi 500 Punkte Schaden zu, zum dritten Mal. Und dann spielt er seinen Raketenkrieger im Angriffsmodus und aktiviert dann noch die Zauberkarte Verschleiß. Diese sorgt dafür, dass ein Monster die Angriffspunkte des Monsters verliert, mit dem es zuvor gekämpft hat. Das heißt also, Joey greift jetzt mit dem Raketenkrieger Yugis schwarzen Rotaugendrachen an. Und da Raketenkrieger nicht zerstört wird, verliert Yugis schwarzer Rotaugendrache jetzt 1500 Angriffspunkte. Warum er an dieser Stelle nicht einfach eine normale Zauberkarte wie Spalt oder Aufschlagen oder sowas spielt, was einfach das Monster des Gegners zerstört, ich weiß es nicht. Man wollte es spannend machen. Yugi ist am Zug und zieht Beta den Magnetkrieger, den er im Angriffsmodus spielt, spielt dann 2 Karten verdeckt und beendet seinen Zug. Also ich bin ja kein Experte, aber ich hinterfrage gerade, ob du als König der Spiele dieses Spiel überhaupt verstanden hast. Es geht im Prinzip darum, mit deinen Monstern die Monster des Gegners zu zerstören. Also warum greifst du nicht mit Beta den Magnetkrieger Joeys Raketenkrieger an? Warum? Es gibt absolut keinen Grund dafür, außer dass man das Duell über 4 Folgen ziehen wollte und es nicht hier und jetzt sofort beenden wollte. Joey ist dann am Zug und zieht die Karte Pantherkrieger. Diesen spielt er dann im Angriffsmodus und als nächstes will er mit Raketenkrieger dann Beta den Magnetkrieger angreifen. Dann gibt es einen kleinen Konflikt mit Marek, der möchte, dass er mit Pantherkrieger angreift und so weiter. Im Endeffekt greift er mit Raketenkrieger dann Beta den Magnetkrieger an, doch Yugi aktiviert seine Fallenkarte Magischer Armschild, die er zuvor von Joey quasi geklaut hatte, und nimmt damit den Pantherkrieger auf seine Seite. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Der Raketenkrieger von Joey greift dann den Pantherkrieger an. Dieser verliert dadurch 500 Angriffspunkte wegen dem Effekt von Raketenkrieger. Und dann verliert er nochmal 1500 Punkte wegen dem Effekt von Verschleiß. Das heißt also, er ist jetzt bei 0 Angriffspunkten. Danach wechselt der Pantherkrieger aber wieder auf seine Seite
Und am Ende des Zuges hat er dann wieder 500 Angriffspunkte, weil der Effekt des Raketenkriegers aufhört zu wirken. Ich weiß auch nicht, es ist eigentlich komplett unnötig, was da passiert ist. Jedenfalls hat der Pantherkrieger jetzt nur noch 500 Angriffspunkte. Dann beendet Joey seinen Zug. Yugi ist dran und zieht die Karte Gilferbeast. Und anstatt seinen schwarzen Rotaugendrachen zu opfern, der nur noch 900 Angriffspunkte hat, opfert er sein Monster mit 1700 Angriffspunkten, um dieses Monster dann letztendlich zu Tribut beschwören. Und Joey bekommt Schaden und dann beendet Yugi seinen Zug. Joey ist am Zug und zieht die Karte Teufelswürfel. Und jetzt kommt er auch mal auf die Idee, seine beiden Würfel verdeckt zu spielen, obwohl er den einen schon die ganze Zeit auf der Hand hatte, und beendet dann seinen Zug. Und jetzt passt auf. Yugi ist am Zug und zieht die Karte Mystical Wrath Panel. Ich weiß jetzt gerade den deutschen Namen nicht. Jedenfalls spielt er die dann verdeckt und greift dann mit seinem Gilferbeast Joeys Pantherkrieger an. Und Joey aktiviert dann seine zwei Karten-Kombo Teufels- und Engelswürfel. So, und jetzt passt auf, Leute, denn Yugi aktiviert seine Zauberkarte Fluchzerstörer, die nicht mal eine Schnellzauberkarte ist. Er aktiviert einfach so eine Zauberkarte als Chainlink 3. Und es kommt noch besser, diese Karte zerstört ja eigentlich nur eine Zauberkarte, aber diese Zauberkarte sorgt jetzt quasi dafür, dass der Effekt von anmutiger Würfel negiert wird. Obwohl Fluchzerstörer ja eigentlich nur zerstören würde. Ich meine, das ist MST Negate, aber Next Level. Das habe ich noch nie gesehen. Also nochmal für die Leute, die es nicht so ganz verstehen. Wenn eine Zauber- oder Fallenkarte zerstört wird, heißt das nicht, dass ihr Effekt annulliert wird. Zumindest bei normalen Zauberkarten, bei Feldzauberkarten, permanenten Zauberkarten, da ist nochmal was anderes. Aber wenn eine Karte zerstört wird, heißt das prinzipiell erstmal nicht, dass der Effekt annulliert wird. Und das ist auch schon quasi so ein Meme in der Yu-Gi-Oh! Community geworden, MST Negate, also wenn man mystischer Raumtaifun aktiviert, der eine Zauber oder Falle zerstört, dass dann der Effekt annulliert ist. Das ist halt nicht so, die Karte wird nur zerstört. Und genau das wird jetzt hier in der Serie quasi gemacht. Genau dieser Denkfehler, einfach eine normale Zauberkarte, die eine Schnellzauberkarte zerstören will, wie auch immer das geht, man kann die gar nicht überhaupt als Kettenglied 3 aktivieren. Aber die Karte würde eigentlich nur zerstört werden, aber es wird hier so dargestellt, als würde sie den Effekt negieren. Also das ist schon wieder Cheaten auf allerhöchstem Niveau. Also jedenfalls wird dann der anmutige Würfel annulliert, der Totenkopfwürfel kommt trotzdem durch, Joey würfelt aber nur eine 2. Das heißt also, die Angriffspunkte von Yugis Gilferbeast werden halbiert. Die sind also bei 1100 und er greift dann Joeys Pantherkrieger an, dieser verliert 600 Lebenspunkte. Und dann beendet Yugi seinen Zug. Joey ist dran und zieht die Karte Meteor der Zerstörung. Und jetzt passt auf, Leute. Das, was jetzt kommt, das gab's noch nie und das wird's auch nie wieder geben. Das ist der randomste Moment überhaupt in der Geschichte dieser Serie, in der Geschichte dieses Kartenspiels, in der Geschichte von allem. Also Joey aktiviert seine Zauberkarte Meteor der Zerstörung. Diese fügt dem Gegner 1000 Punkte Schaden zu. Dass man die eigentlich nur aktivieren kann, wenn der Gegner mehr als 3000 Lebenspunkte hat, lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Er bezahlt 500 Lebenspunkte als Kosten für eine Burn-Karte. Man fügt sich selber Schaden zu, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Ich meine die Ironie, ja. Jedenfalls möchte er dann Yugi 1000 Punkte Schaden zufügen, doch Yugi aktiviert dann seine Fallenkarte Mystical Wrath Panel und diese Fallenkarte sorgt dafür, dass man quasi entscheiden darf, wen die Wirkung einer normalen Zauberkarte trifft. Also Yugi darf sich jetzt aussuchen, ob die Karte jetzt sich selbst oder Joey 1000 Punkte Schaden zufügt und plötzlich wacht Joey auf, ja, ist nicht mehr unter Mariks Kontrolle und ich meine, wozu macht man das Ganze, wenn Yugi sich dazu entscheidet, die 1000 Punkte Schaden doch zu nehmen? Er entscheidet sich dazu, die 1000 Punkte Schaden auf sich zu lenken. Wozu aktivierst du dann überhaupt diese Falle? Ich meine, der Schaden würde dich treffen, dann aktivierst du eine Falle, die dir nochmal die Wahl gibt, ob es Joey oder dich treffen soll, also wer jetzt quasi umgebracht werden soll, und dann wählst du dich. Ich meine, wie übertrieben willst du dich denn gerade als Held darstellen? Übertreib doch nicht so. Ich meine, dann lass doch den Effekt einfach durchgehen. Wozu jetzt nochmal diese emotionale Achterbahnfahrt? Wozu macht man das? Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter, Leute. Yugi verliert 1000 Lebenspunkte. Sein Lifepoint-Counter ist auf 0. Das bedeutet also, Joeys Kiste mit dem Schlüssel öffnet sich. Und er hätte das Duell jetzt gewonnen. Aber der Countdown läuft schon. In 30 Sekunden stürzt der Anker ins Meer und Yugi wird mitgerissen.
Aber da fällt Joey dann plötzlich ein, dass der Meteor der Zerstörung noch einen Nebeneffekt hat und jetzt passt auf. Das ist es. Meteor der Zerstörung hat noch eine weitere Wirkung. Da Yugi ein Monster auf dem Feld hat, kann ich es zwingen, mich anzugreifen. Dieses Duell ist noch nicht vorbei. Schwarzer Rotaugendrache, Attacke! Und jetzt lösch meine Lebenspunkte aus, damit auch Yugi seinen Schlüssel kriegt! Was soll das denn bitte bedeuten? Ich meine, also erstmal ist das ruling-technisch gar nicht möglich, denn sobald die Lebenspunkte eines Spielers auf Null gehen, ist das Duell vorbei. Danach gibt es keine weiteren Effekte, die aktiviert werden können oder sowas. Von daher würde das eigentlich gar nicht gehen. Aber, also, warum sollte man einer Burn-Karte, einer Zauberkarte, die 1000 Punkte Schaden zufügt, einen Zusatzeffekt geben, der es dem Gegner erlaubt, in der eigenen Runde und überhaupt, was, hallo? Ich meine, wie soll er denn überhaupt gerade angreifen? Es ist doch nicht mal die Battle-Phase, es ist nicht mal Yugis Zug. Wie soll denn gerade der Schwarz-Rot-Augendrache überhaupt angreifen? Das geht einfach nicht. Das ist, ich weiß auch nicht, was das ist. So sinken dann Joeys Lebenspunkte ebenfalls auf Null, sodass quasi beide Schlüsselboxen sich öffnen und dann gibt's noch ein Hin und Her von wegen der und der springt ins Wasser und im Endeffekt haben beide ihre Schlüssel und beide werden gerettet und damit endet dann das Duell. Also dann Leute, das Duell endet für heute quasi als unentschieden und ich muss sagen, wir hatten jetzt schon einige Duelle hier besprochen, aber das, also vor allem die Endsequenz, also sowas hatten wir noch nie, das setzt dem Ojama-König die Krone auf. Aber Leute, falls euch das noch nicht verrückt genug war, falls ihr noch mehr von den dümmsten Duellen in Yu-Gi-Oh! Sehen wollt oder mehr Yu-Gi-Oh!-Content generell, Pokémon-Content, was auch immer, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und kommentiert gerne unten mal, welche Duelle ich als nächstes Mal nachstellen soll. Und ich würde sagen, ich bedanke mich dann fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal.